Die Ukraine ist einer der wichtigsten Nahrungsmittelproduzenten Europas. Doch die Landwirtschaft wurde durch den Krieg stark in Mitleidenschaft gezogen. Lager wurden bombardiert, es fehlt an Sprit und Düngemitteln. Experten befürchten eine Hungersnot. Die österreichische Volkshilfe schickt jetzt einen Hilfskonvoi in die Ukraine. Einer der Sattelschlepper ist voll mit einem Pflanzenstärkungsmittel, das ein niederösterreichisches Unternehmen zusammen mit der Universität für Bodenkultur in Wien entwickelt hat. Es hilft, Dünger zu sparen. Das ist gut für die Umwelt und es ist eine gute Nachricht für ukrainische Bauern. Wir sind die Firma Nurovit Technologies GmbH. Wir sind ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Dreiskirchen. Wir stehen hier vor unseren Produktionsanlagen. Wir produzieren biologische Pflanzenstärkungsmittel auf Basis von Mikroorganismen. Und mit diesen biologischen Pflanzenstärkungsmitteln unterstützen wir die Pflanze im Wachstum und bei Stresssituationen. Logistisches Zentrum der Volkshilfelieferungen ist Dreiskirchen. Die Gemeinde vor den Toren Wiens stellt der NGO ihre Ressourcen zur Verfügung. Und wir haben in Dreiskirchen mit der Familie Harreiter und Nutrivita ganz eine innovative Familie, die sehr sozial engagiert ist in vielen Bereichen und die an mir herantreten sind und gesagt haben, wir würden gerne für eine wahnsinnig große Fläche mit 1000 Hektar, muss man sich mal vorstellen, wie viel das an Fläche bedeutet, ihr Produkt, das sie sozusagen auch global vertreiben und vermarkten, zur Verfügung stellen. Wenn alles klappt, kommt der Konvoi mit Agrarprodukten und Hilfspaketen Freitag früh in der Ukraine an.